Willkommen zu einem neuen TechView Vlog und diesmal soll es ein Update geben zum Xperia 1 Mark II. Und ich habe hier ja mein Xperia 1 Gerät und das verfügt ja schon über ein Stereo Setup. Hier oben haben wir einen Lautsprecher in der Hörmuschel und wir haben hier unten noch einen Lautsprecher. Und das sorgt halt eben dafür, dass wir einen Stereoklang bekommen. Beim neuen Sony Xperia 1 Mark II soll es tatsächlich einen externen Verstärker geben. Es gibt einen Bericht aus Japan. Dort gibt es schon einige dieser Geräte der Mark IIer Serie, die in Geschäften ausgestellt worden sind. Und jemand hat sich das Ganze geschnappt und neben den üblichen Videos, die man so dreht, um im Internet mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht, hat sich das einer mal geschnappt und gesagt, ja, ich will da mal gucken, was dafür Sound rauskommt und hat das verglichen mit seinem Xperia XZ2 Premium und dann mal ja, einen Bericht geschrieben dazu. Video leider nicht gemacht, aber einen Bericht dazu geschrieben mit vielen Screenshots und ja, davon will ich jetzt quasi so berichten als kleines Update. Ich habe ja euch gesagt, ich werde auf jeden Fall mal schauen, wenn es was Neues gibt, was sehr interessant ist, dass ich da euch auf dem Laufenden halte, was das Xperia 1 Mark II angeht. Externer Verstärker soll mit eingebaut sein, und zwar zwei externe Verstärker sollen dort eingebaut sein, nämlich Cirrus Logic CS35L41. Ihr könnt da mal selber nachgoogeln, was das oder suchen, was das ist. Und das ist ein Mono-Verstärker. Und davon sind zwei Chips eingebaut. Ergo wird es wahrscheinlich ein Dual-Mono-Setup geben. Und was heißt das jetzt? Das heißt jetzt nicht, wie üblicherweise bei Smartphones, dass da jetzt einfach ein Monosignal ausgegeben wird und dann wird das einfach auf zwei Lautsprecher ausgegeben und es gibt kein echtes Stereo, deshalb bevorzugen ja viele ein echtes Stereo-Bild bei Smartphones, sondern Dual Mono heißt jetzt in dem Fall tatsächlich, dass da ein Chip zuständig ist für ein Monosignal für den linken Lautsprecher rauszuhauen und ein Chip zuständig ist dafür, das rechte Signal für den rechten Lautsprecher rauszuhauen als Mono-Signal. Also eine sehr interessante Geschichte, die dazu führt, ihr werdet wissen, Mono-Signale, das hier ist zum Beispiel auch gerade jetzt in Mono aufgenommen. Das heißt, hier wird nur ein Kanal aufgenommen, weil dieses Lavalier-Mikrofon, was ich habe, nur ein Kanal hat. Das heißt, ihr werdet einen kraftvollen Sound von mir hören, einen ordentlichen, hoffentlich guten Sound, wenn mein Kabelgedönse nicht zu allzu sehr kaputt ist. Und genau das kriegt man dann auch beim Dual-Mono-Setup. Man kriegt einen kraftvollen Klang. Deutlich lauter als bei einem Stereo-Setup. Normalerweise bei solchen Geschichten kennt man das ja. Und das könnte ziemlich interessant sein. Gerade für den Audiophilen unter euch, die ein gutes Smartphone mit gutem Klang haben wollen. Also ein Dual-Mono-Konfigurations-Setup. Im Normalfall bei ganz großen HiFi-Anlagen hat man das meistens auch, oder HiFi-Anlagen hat das meistens auch so, dass man sogar sagt, dass der eine Chip oder der eine Verstärker ein anderes Netzteil bekommt als der andere Verstärker, um da keine Interferenzen zu haben. Das soll jetzt hier aber anders sein. Auf den Screenshots kann man sehen, es stecken zwei dieser Mono-Verstärker-Chips drin. Und deshalb ist halt eben die Vermutung sehr nahe, dass das wahrscheinlich dieses Dual-Mono-Setup sein wird, was dort eingebaut ist. Aber ob das tatsächlich der Fall ist, müssen wir mal schauen. Spannend ist aber auch, dass der Kopfhörerausgang auch getestet worden ist mit meinen Lieblingskopfhörern, den MDR 1A. Ich habe die leider nicht hier, aber wirklich einer meiner Lieblingskopfhörer. Und da kann ich wirklich sagen, falls ihr nach einem guten Kopfhörer kabelgebunden sucht, MDR 1A. Kann ich empfehlen. Nicht den Bluetooth, nein, bloß nicht die Bluetooth-Version, die kabelgebundene Version. Ihr könnt den Kabel auch austauschen, falls es da Probleme gibt. Ja, dem Tester hat dieses Setup sehr gefallen mit diesem Mono-Verstärkern und es hat ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, dieses Testers. Ein ganz klarer, satter Sound, realistisch, kraftvoll und frisch. Ein sattes Klangbild, ein satteres Klangbild im Vergleich zum Xperia XZ2 Premium. Insbesondere bei den Mitten, das Ganze wurde abgeflacht so ein bisschen, oder noch ein bisschen so, flatten the curve. Und die Instrumente können nun besser lokalisiert werden. Das gilt nicht nur für den Kopfhörer, sondern das soll auch gelten für das Stereo-Setup. Da macht es natürlich auch Sinn, man hat die Mischung, die normalerweise bei einem Stereo-Klang kommt und auch beim Xperia 1 der Fall, also ohne Mark II, der Fall ist, die Mischung vom linken und rechten Kanal, das macht man bei Stereo, für die Leute, die das nicht wissen, hat man um ein Zehntel reduziert.
auf ein Zehntel reduziert. Das sorgt natürlich dafür, dass linker und rechter Kanal noch weiter geteilt sind. Das muss halt einfach so, weil man halt eben zwei verschiedene Verstärker benutzt dafür. Naja, müssen muss nicht, aber macht Sinn bei so einer Geschichte. Und dadurch natürlich dann die Lokalisierung von einem Instrument deutlich besser fällt, weil man halt eben wirklich linken Kanal auf dem linken hat fast nur und rechten fast nur auf dem rechten Kanal hat und dadurch die Lokalisierung einfacher fällt. Das macht aber auch Sinn, falls die Chips auch für den Ausgang per Klinke verwendet werden, würde das natürlich auch sehr viel Sinn machen, mit dem Kopfhörer dann eine ordentliche Lokalisierung der Instrumente hinzubekommen. Insgesamt ist es ein besserer Sound als beim XZ2 Premium. Ich hoffe, dass das wirklich auch auf den Klinkensound sich auswirkt, weil dieser Klinkensound natürlich dann auch, könnt ihr mir vorstellen, ein Verstärker geht eben nicht nur auf den Lautsprecher auf den linken raus und der andere auf den rechten raus, sondern es könnte natürlich auch durchaus sein, dass man sagt, okay, der eine steuert eben bei der Klinke den einen Kanal an und der andere den anderen Kanal. Oder es wird ein anderer Chip noch verwendet, um eine Mischung zu machen für speziell den Klinkenausgang, weil da muss ja auch nochmal verstärkt werden oder schaffen das die Verstärker auch. Also falls ihr euch auskennt mit dem ganzen Audiokram, das ist ja jetzt schon ein High-Fidelity-Bereich, würde ich mal sagen, dann könnt ihr mir das natürlich im Kommentarbereich auch noch posten, würde mich auch interessieren. Das war's jetzt für dieses kleine News-Update zum Xperia 1 Mark II. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir eine Verzögerung haben werden bei der Auslieferung des Xperia 1 Mark II. Die Hardware mag schon fertig sein, die Software ist bei weitem noch nicht fertig. Bei all den News Reports, die jetzt rausgekommen sind und Leuten, die das wirklich im Shop schon gezeigt haben und gesehen haben, okay, das ist jetzt die Software, haben noch grundlegende Software-Sachen gefehlt, wie beispielsweise die Foto Pro App. Ich hoffe nicht, dass die später ausgeliefert wird, man das Gerät raushaut ohne dieses Update. Also ich hoffe tatsächlich, dass das wirklich dann auch ein Feature ist, Software-Feature, das dann da kommt und das genauso viel Wert, wie auf den Sound gelegt wird, jetzt anscheinend, dann auch auf die Fotografie und das Videofilm genommen wird. Ich nehme hier übrigens gerade auf mit meinem Xperia 10 Plus, das interessanterweise mit Selfish OS läuft. Also eine Sony-Sendung, könnte man sagen. Das war's für diesen TechView Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken, subscriben und den ganzen Knatterradatsch und bis zum nächsten Mal. Ciao.